Herzlich willkommen zur Mad Wrestling Association. Mein Name ist Frank Neumann. Ich bin Thorsten Simon und auch ich heiße Sie herzlich willkommen. Ja, hier sind wir wieder in der Schlüterfer Sporthalle zu Most Wanted. Und Mirko Friske dreht hier wieder seine Runden, er feuert das Publikum an. Nach wie vor natürlich immer eine Bombenstimmung hier bei der Mad Wrestling Association. So kennen wir es, so lieben wir es. Ja, genau, so sieht es aus. Most Wanted 11, Pain is Temporary ist das Motto des heutigen Abends. Und jetzt betritt Mirko als Vorsitzender den Ring. Marcellus ist am heutigen Abend nicht da und die neue Ringsprecherin der Mad Wrestling Association, Tina. Ja, Masterpiece Marcellus ist kein Champion mehr und das ist die erste Überraschung. Heute Abend im Ring steht jetzt die zweite. Mirko präsentiert eine neue Ringsprecherin. Die Musik kenne ich. Ja, ich auch. Und ich weiß, wer jetzt kommt. Ich sag's aber nicht. Dann werden wir ja gleich sehen, ob wir recht haben. Und? Es kommt niemand. Doch.
Ja. Und wir haben recht. Es ist die Reign of Terror. Es ist als erstes Cem Kaplan, dann zu der Linken Nikita Charisma. Wir haben Ivan Kiev und wir haben den Money Preacher. Er ist wieder zurück. Beim letzten Mal war er im Urlaub, hat sich die Sonne gegönnt. Und Cem Kaplan konnte Tim Suksdorf besiegen und damit Nummer 1 Herausforderer auf die internationale Meisterschaft der MWA werden. Aber da es jetzt kein Champion mehr gibt, gibt es wohl auch kein Nummer 1 Herausforderer mehr. Ja, das ist natürlich die Frage, was hier die Statuten der Mad Wrestling Association vorsieht. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Wie sieht das aus mit dem Number One Contender Shot, beziehungsweise mit der Bezeichnung Herausforderer Nummer 1, wenn es gar keinen Champion gibt? Gegen wen sollte er dann überhaupt antreten? Ja, der Money Preacher fordert hier das Mikrofon. Der Money Preacher, wo ist Masterpiece Marcellus? Aber dies ist auf keinen Fall die Musik von Masterpiece Marcellus. Nein, auf keinen Fall. Ich kenne die Musik und ich weiß, wer es kommt. Tim Suksdorf kommt zum Ring. Ja, ich frage mich jetzt, was er hier will, denn die Frage war ja, wo ist der Champ? Ja, das ist auf jeden Fall schon überraschend. Und er hat auch das Mikro. Das schauen wir mal, was er denn jetzt hier zu sagen hat. Ich verstehe es richtig, ja? Ich sehe hier den Money Preacher, der im September des letzten Jahres mit Ivan Kiev seinen Liebesurlaub irgendwo in der Ukraine verbracht hat. Hier. Dankeschön. Ja, wenn Nikita Charisma da irgendwo aus einer russischen Provinz kommt, wo man offensichtlich entweder nicht wächst oder einfach nicht zunehmen kann. Dieses eine oder andere Weibliche Hormons zurückgenommen hat.
kann ich Ihnen vollständig nicht erklären. Und heute Abend, mein Freund, heute Abend treffen wir beide aufeinander. Und ich gehöre, ja? Scarface, Money, Power, Respect, Typ. Ja, Ruhe. Ein Titelkampf fordert von der Leine. Kein Titelkampf, Entschuldigung. Da komme ich gleich. Fordert, dass du den Titel einfach so bekommst, nur weil du dich beim letzten Mal besiegen konntest. Weil Masterpiece Marcellus eingegriffen hat. Mein Gott, Masterpiece ist heute nicht hier. Er hat den Titel verloren, so wie sich das gehört. Aber ich denke, und ich weiß, Lübeck denkt das auch, dass Lübeck heute Abend einen Titelkampf verdient. Und der Titelkampf sollte im Main Event sein. Ich weiß, wer im Main Event steht. Und ich weiß, wer Lübeck in einem Titelkampf vernünftig vertreten kann. Hallo dir, klein, hässlichen Wind in den Hintertreten. Ja. Und ist raus. Ich komme nicht zum Benefit, so Lübeck, ich habe eine Frage noch. Eine Frage habe ich. Wollt ihr heute Abend einen Titelkampf sehen? Ein Last Man Standing Match und den NBA International Title sehen! Ja, da hat Tim Sonsdorf den Titelkampf gefordert und The Reign of Terror attackiert hier Tim Sonsdorf. Er war natürlich auch sehr leichtsinnig, hier alleine in den Ring zu gehen, wo alle in dem Ring... Da kriegt Sonsdorf Unterstützung. Da sind Leon von Gasserin und Michael Schenkenberg. Ja, da war nichts mit Leichtsinn. Ja, da hat auch tatsächlich im Hintergrund Unterstützung gehabt. Da ich ja immer noch der erste Vorsitzende der NBA bin, habe ich mich mal dazu entschlossen, für heute ein Main Event anzusetzen. Und der internationale NBA-Champion, Champion Khan, tritt an in einem Last Man Standing Match gegen Tim Sonsdorf. Ja, jetzt ist es offiziell Tim Sonsdorf gegen Cem Kaplan in einem Last Man Standing Match. Wenn ich mich recht erinnere, sogar das allererste Mal in der Mad Wrestling Association ein Last Man Standing Match um das Ganze um den internationalen NBA-Titel. Ja, das ist natürlich eine absolute Hammeransetzung heute. Im Hauptkampf erleben wir das Ganze. Und wir sehen natürlich auch alle anderen, die jetzt gerade im Ring waren, in Action. Ich bin gespannt, wie Sonsdorf gegen Cem Kaplan bestehen wird. Ich bin gespannt, wie Leon von Gasserin und Michael Schenkenberg sich schlagen werden. Und ich bin gespannt, was der heutige Abend alles bringen wird. Ja, auf jeden Fall spannungsgeladen ging das hier am Anfang schon los. Und wir können wirklich gespannt darauf sein, wie die Kämpfe sich am heutigen Abend entwickeln, was für Geschehnisse wir erwarten können. Und ich denke, die neue Ringsprecherin Tina wird jetzt den ersten Kampf ansagen. Denn wir starten unseren ersten Kampf direkt mit einem Table Smash.
angekündigt hat, als Opener, als ersten Kampf hier bei Mad Wrestling Association am heutigen Abend, ein Tables Match. Ja, da bin ich gespannt, wer in diesem Kampf aufeinandertreffen wird. Ein Tables Match bedeutet, wie Tina gerade schon angedeutet hat, nur die Tische dürfen eingesetzt werden. Und das heißt, dass der Sieger ermittelt wird, dadurch, dass er seinen Gegner durch den Tisch wirft. Und wir sehen hier den ersten Teilnehmer dieses Kampfes. Wir sehen den verrückten Punk, wir sehen Johnny Rancid. Er ist das erste Mal in Lübeck und das Publikum, ja, ist auch eher zurückhaltend, weiß auch nicht so richtig, wie sie ihn einschätzen soll. Na, ich ehrlich gesagt auch nicht. Er ist eben der verrückte Punk. Das kann eine harte Bewährungsprobe werden für ihn. Erster Kampf in der MWA, gleich im Tables Match. Jetzt bin ich gespannt, wer sein Gegner ist. Michael Schinkenberg, den haben wir gerade schon gesehen, wie er Tim Suchsdorf zusammen mit Leon van Gasteren gegen Rain verteidigt hat. Ja, und kommt auf jeden Fall schon sehr gut an hier beim Lübecker Publikum. Er ist auch ein sympathischer junger Mann. Immer ehrlich, gibt sich immer Mühe. Und er in seinem zweiten Kampf in Lübeck auch gleich im Tables Match. Ja, da kann man auf jeden Fall schon mal sehen, wie die Sympathien des Publikums hier verteilt sind. Ja, ich kann sehr, sehr deutlich, ich kann auch nur sagen, dass Tina stellt doch kurz Ringrichterin Madison vor. Und jetzt bin ich gespannt, was dieser Tischkampf für uns bereithält. Ja, und ich für meinen Teil kann auch noch nicht so richtig erkennen, warum jetzt Johnny Rancid beim Publikum nicht so gut ankommt. Er hat eigentlich ja... Naja, er hat ganz deutlich gesagt, als irgendwer anfing zu buhnen, halt die Punkt. Ich denke mal, das zeigt ganz deutlich, warum er nicht beliebt ist beim Publikum. Ja gut, das sind natürlich Äußerungen, die nicht sehr gerne gehört werden. Und klar, das kann natürlich ausschlaggebend sein für die Antipathie, die zurzeit herrscht. Hier, schöne Aktion hier von Michael Schenkenberg. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Mit dem Kopfstand rausgedreht. Jetzt hat er die Oberhand. Na, man muss es ja so sehen. Der erste Kampf in einer neuen Stadt, der erste Kampf in Lübeck. Lübeck ist bekannt dafür, dass das Publikum sehr heiß hergehen kann und da ist man natürlich aufgeregt, man muss sich konzentrieren, gerade wenn man einen Gegner hat, der auch sich selber noch positionieren will in der MWA. Wieder schön, oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Technisch sehr gut ausgeführt hier von Michael Schenkenberg. Da scheint John Rankin auch so ein bisschen überrascht, irritiert zu sein. Ja, seiner Seite auch. Oh, sehr schön. Ja, ich denke mal, ja, nicht irritiert, sondern das zeigt, dass beide die technische Kampfschule beherrschen, so nenne ich es mal. Jetzt der Headlock von Johnny Rancid. Michael Schenkenberg versucht hier zu kontern. Oh. Schulterblock, da geht's zu Boden. Ja, für sowas kriegt man in Lübeck keinen Applaus. Da muss nun wirklich schon mehr kommen. Sehr schöner Armwerk von Schenkenberg. Und noch einer der. Jetzt der Hip-Toss, wunderbar. Sehr schöne Serie von Michael Schenkenberg hier und man sieht, dafür gibt es hier einen Lübecker Applaus. Ja, damit hat John Rancid wohl nicht gerechnet. Er geht aus dem Ring, aber Schenkenberg folgt ihm. Oh, sehr schön. Immer drauf, immer nachsetzen. Es geht schließlich um einen. Habt ihr das gesehen? Augenkratzer? Ja, so habe ich es auch gesehen, aber hat vielleicht die Ringrichterin nicht so erkannt.
Naja, es ist ein Tischematch. Ein, zwei Dinge sollte man durchgehen lassen. Apropos Tische, da sehen wir einen, der Tische. Ja, richtig gemacht hier von Johnny Ranzel. Gleich nachsetzen, bevor der Gegner sich aufrappeln kann. Kommen wir zum ersten Tisch. Michael Schenkenberg kommt da schon wieder hoch, so wie das aussieht. Ja, da kommt er hoch. Ah, John Ranzel scheint irgendwie Probleme mit dem Schuss zu haben. War dadurch abgelenkt und jetzt ist Michael Schenkenberg auf den Beinen. Ja, aber nicht mehr lange. Es geht gegen den Ringpfosten. Oh, gegen den Stahlpfosten des Ringes mit dem Kopf voran. Das sind natürlich sehr schmerzhafte Aktionen hier. Gleich nachgesetzt. Oh, schöner Sidekick hier auf die Brust. Ja, da hat er jetzt natürlich Michael Schenkenberg sehr stark geschwächt, um jetzt nochmal die Zeit zu haben, den Tisch hinzubekommen. Aber er scheint irgendwie Schwierigkeiten mit zu haben. Ja, so Tische sind auch keine einfachen Konstruktionen, muss man ganz ehrlich sein. Da muss man schon gut sein. Ja, oh, da ist er sauer. Da ist er jetzt sauer. Der Tisch wollte nicht so wie er. Ja, das sind natürlich jetzt relativ gute Voraussetzungen, um jetzt auch den Gegner zu attackieren. Aber er hat sich einfach viel zu viel Zeit gelassen hier mit dem Tisch. Da hat der Tisch ihn abgelenkt und Schenkenberg nutzt jetzt seine Chance oder auch nicht. Ah. Ranzel wieder mit dem Kick gegen den Kopf. Ja, man muss schon sagen, Johnny Ranzel, der kommt hier immer wieder recht gut zurück in den Kampf und auch sehr zügig. Das überrascht mich doch ein wenig, obwohl er hin und wieder abgelenkt wird durch den Tisch und Michael Schenkenberg dadurch die Oberhand gewinnen kann, kommt dann Johnny Ranzel doch immer wieder sehr, sehr schnell zurück hier in den Kampf. Um dann halt seinerseits Michael Schenkenberg wieder zu attackieren. Was macht er jetzt? Jetzt positioniert er den Tisch in der Ringecke. Ja, wenn er nicht stehen will, dann macht man es eben so. Ah, jetzt ja, geht er wieder auf Schenkenberg. Will ihn jetzt durch den Tisch werfen, und er kontert. Ah, schöne Close Line. Short Arm Lariat hier von Michael Schenkenberg und er geht gleich wieder nach. Oh. Ah, da wird da in die Ringecke geschickt mit dem Gesicht zuerst. Das ist schmerzhaft und ja, er tritt noch in den Rücken. Ja, wie ich sagte, also Michael Schenkenberg kriegt immer kurz die Überhand und dann ist Johnny Ranzel sofort wieder da, attackiert hier Michael Schenkenberg. Also es sind doch schon sehr gute Aktionen, die ich hier sehe von Johnny Ranzel. Ja, da muss ich aber auch ganz ehrlich sein, er zeigt eine sehr ansprechende Leistung. Oh, da rennt er in den Big Boot. Ja, Michael Schenkenberg weiß auch, wie er kämpfen muss. Oh, schöne Close Line hier. Die hat gesessen. Und wieder, wie ich sagte, sofort wieder zurückgekommen in den Kampf. Also bisher muss ich sagen, gefällt mir die Leistung von Johnny Ranzel doch schon sehr, sehr gut. Aber auch nur die Leistung, jetzt nicht unbedingt der Charakter, aber das zielt hier ja sowieso nicht. Der Charakter ist schon wichtig, ne? Aber er zeigt auf jeden Fall, dass er einen festen Platz haben will. Oh, sehr schön. So bringt man den Gegner natürlich dazu, dass er Kraft verliert, die Luft wird geraubt und das sorgt natürlich dafür, dass man die Aktionen durch den Tisch, die zum Finale dieses Kampfes führen könnten, auch wirklich durchbringen kann. Ja, und Michael Schenkenberg ist ja doch schon mittlerweile sichtlich angeschlagen, musste wirklich schon einige harte Aktionen jetzt hier einstecken und er hat ihn jetzt im Haltegriff, so wie das aussieht. Ja, Schenkenberg befreit sich, Rippen. Oh, Reversal von Rancid. Abgetaucht und Close Line. Jetzt kommt er, kommt sofort wieder hoch. Noch eine Close Line. Jetzt ist Michael Schenkenberg wieder da, wie das aussieht. Schön gemacht. Backbreaker. Er pusht sich hoch. Jawohl. Wunderschön. So kommt man zurück in den Kampf. 1, 2, 3 Aktionen und schon ist auch der Gegner angeschlagen. Man sieht, Ranzel kommt nicht mehr so einfach nach oben. Und jetzt soll es durch den Tisch gehen. Ah, Body Slam Ansatz. Ah, Johnny Ranzel kann sich befreien. Oh, schöner Dropkick in die Kniekehle. Und der Shining Wizard, High Knee to the Face. Sehr schöne Aktion hier. Also ich muss sagen, sehr ausgeglichenes Match, sehr gutes Match. Also
dafür, dass es der erste Kampf des Abends ist. Ja, die beiden Athleten hier zeigen Action, Unterhaltung und Spannung für das Publikum. Jetzt Schenkenberg. Hansa soll durch den Tisch gesuplex werden, aber kann sich befreien. Und wieder gegen das Knie. Wieder Shining Wizard, nein. Ja. Und da kommt der Familie durch den Tisch. Das war's. Damit ist der Sieger klar. Michael Schenkenberg gewinnt das Tables Match, den Tischekampf hier im Opener der Mad Wrestling Association. Sehr schön gemacht, muss ich sagen. Also obwohl Johnny Rancid über weite Strecken des Kampfes hier wirklich die Oberhand hatte, gewinnt tatsächlich derjenige, der den Gegner als erstes durch den Tisch schmeißt. Und das war durch eine sehr schöne, brillante Konteraktion hier von Michael Schenkenberg. Ja, schön den Shining Wizard ausgekontert mit der Powerbomb dann durch den Tisch. Das war Michael Schenkenbergs zweiter Kampf in der Mad Wrestling Association. Letztes Jahr die Niederlage durch den unfairen Eingriff gegen Michael Knight. Heute gewinnt er. Ich denke, mit diesem Kampf hat er sich gut positioniert bei der MWA. Und das Johnny Rancid hat eine überraschend gute Leistung abgeliefert. Ich bin gespannt, was die Zukunft mit diesen beiden jungen, hungrigen Athleten bringen wird. Das muss ich auch sagen. Also Johnny Rancid hat im ersten Kampf der Mad Wrestling Association hier wirklich schon gezeigt, was er kann. Ich denke mal, das Ganze kann man sicherlich auch noch steigern. Der hat auch bestimmt noch nicht alles gezeigt, was er zeigen kann. Wir kommen nun zum zweiten Kampf des heutigen Abends. Tja, und jetzt kommen wir zum... Ja, wie Tina schon angekündigt hat, jetzt kommen wir zum zweiten Kampf des Abends. Das ist ein Heavyweight-Clash, so viel kann ich dazu schon mal sagen. Und die werden auch gleich verstehen, als Zuschauer, was ich damit meine. Ja, auch zum ersten Mal bei der Mad Wrestling Association, Slinky. Ja, der Horrorclown ist in Lübeck angekommen. Ja, man sieht gleich, Spaß will er hier nicht verbreiten. Tja, man weiß nicht, was er überhaupt verbreiten will hier. Ja, ich würde sagen, Angst, Frust und Wut. Und wir sehen jetzt seinen Gegner. Ja, und das ist Murat. Ja, Murat ist zurück. Er war im September des letzten Jahres schon einmal dabei in einem Teamkampf. Und jetzt wissen Sie, was ich mit Heavyweight Clash meine. Beide Kontrahenten sind fast 2 Meter groß. Das wird ein Kampf. Ja, fast ein Kampf der Giganten, könnte man schon fast sagen. Und der erste Einzelkampf hier von Murat bei der Mad Wrestling Association. Er hatte sich im September im Teamkampf schon gut positioniert, hat schon einige sehr gute Aktionen gezeigt und hat halt gemeint, ich kann das auch alleine, ich kann ja auch mich in einem Einzelkampf beweisen. Wir sehen gleich, wie die Sympathien verteilt sind. Ja, Murat hat im September bleibenden Eindruck hinterlassen hier beim Lübecker Publikum. Auch wenn er sich da in einem Teamkampf, wie wir schon öfter gesagt haben, mit einer Niederlage leider begnügen musste an der Seite von Zero Samurai gegen
Ilka, den sibirischen Bär, und Nikita Charisma, die russische Konföderation. Nichtsdestotrotz kann der Riese... Oh, ja, hier kann Slink wohl nicht so richtig verstehen, was die Ringrichterin jetzt von ihm möchte. Nee. Überprüft halt nur die Schuhe auf illegale Gegenstände und der Kampf beginnt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das Publikum feuert hier auch gleich auf Anhieb Murat an. Ja, aber der hat hier nicht die Oberhand. Slinky. Illegale Aktion hier. Ins Haar gegriffen. Ist natürlich nicht erlaubt. Oh, schöne Aktion hier von Murat. Sehr schmerzhaft. Ja, Murat zeigt gleich, dass er es auch kann. Da hat der Mann aus der Nervenanstalt, der Horrorclown, nicht mitgerechnet. Ja, jetzt soll es hier zur Kraftprobe kommen. Ja, soll wohl eine Kraftdemonstration werden hier von Slinky. Er fordert Murat raus. Oder doch nicht? Ja, Kraftprobe jetzt mit dem anderen Arm. Oder auch, wenn die stattfinden würde, da wäre ich natürlich gespannt. 1,91, 108 Kilo gegen 2 Meter, 128 Kilogramm. Eigentlich von den Maßen her hat Murat natürlich die Oberhand. No. Ja, jetzt versucht er hier mit ihm auf, mit Slinkys eigenen Waffen zu schlagen hier. Da war Slinky doch sehr verwirrt, bis verärgert. Nimmt die jetzt in den Headlock. Ja, Murat befreit sich hier aus dem Headlock. Und nimmt Slinky selber in einen Headlock. Sehr schön, sehr schön. Ja, gute Aktion hier von den beiden. Sehr technisch, sehr gut ausgeführt. Oh, Schulterblock. Der Kick von Slinky, um den ranrasenden Murat zu stoppen. Jetzt die Schläge in den Rücken. Rippen. Ansatz hier zur Close Line. Abgetaucht. Oh, beide die gleiche Idee hier. Jetzt lassen die das Bein los. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Oh, und Hinterrücks hier von Slinky. Ich meine, ist natürlich auch erlaubt. Da hat Murat ein bisschen zu viel hier mit dem Publikum gefeiert. Oh, Body Slam Ansatz. Nein, Slinky kommt runter. Kick in den Magen. Murat ja, aber aufgefangen. Fängt ab. Oh, schickt ihn rüber zur Ringrichterin. Was soll die denn jetzt damit? Und, ein Roller. Eins, zwei. Aber nur bis zwei. Ist natürlich clever gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt so den Regeln entspricht, die Ringrichterin hier mit einzubeziehen. Aber auf jeden Fall, dem Publikum hat es gefallen. Naja, solange die Ringrichterin nichts dagegen sagt. Full Nelson hier von Murat. Ja, Slinky steigt hier aufs oberste Seil. Will sich offensichtlich... Sagt hier das los? Ja, Murat lässt los. Ja, und Slinky fällt auf den Hintern. Ja, Murat sagt auch, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Er wollte, dass ich ihn loslasse. Und dann lässt er ihn einfach los. Oh, schöner Uppercut hier. Slinky hängt in den Seilen. Abgetaucht und nochmal abgetaucht. Da hat Slinky ihn ganz schön abgelenkt, muss ich sagen. Da war Murat irritiert. Hat ihn gerade in die Stirn gebissen oder in die Augenbraue. Ja, schon sehr unorthodox hier, was Slinky hier zeigt. Also, unorthodox ist genau das richtige Wort. Also, sehr überraschend, was die beiden hier abliefern. Und wir hören ganz deutlich, wem die Sympathien des Publikums hier gelten. Auf jeden Fall nicht dem Horrorclown. Ja, und das erste Cover hier. Eins, zwei. Das ist das zweite, das erste von Slinky. Das möchte ich kurz festhalten. Ja. Oh, Rip in die Ecke jetzt. Oh,
Slinky kriegt das Bein sehr hoch, muss man sagen. Allerdings illegale Aktion hier in der Ringecke. Oh, aua. Sidekick auf die Brust hier von Murat. Und wieder Aktionen hier in den Haaren. Ist natürlich auch nicht erlaubt, schon gar nicht in der Ringecke. Und wieder würgt er hier Murat. Wird auch angezählt von der Ringrichterin. Ja, Murat nicht so ein bisschen benommen in der Ringecke. Slinky holt ihn jetzt heraus. Jetzt der Rip in die andere Ecke. Er nimmt Anlauf. Oh. Murat weicht aus. Oh, schön gemacht. Sehr schön. 1-2. Nur das 2. Aber sehr schöner Konter hier von Murat, muss ich schon sagen. Ja, halbwegs benommen in der Ringecke. Hat aber sehr gut reagiert jetzt eben. Aber Slinky hat jetzt gleich wieder die Oberhand. Ah, und wirkt ihn wieder. Ist natürlich wieder nicht erlaubt. Ich glaube, Slinky verwechselt das hier so ein bisschen mit einem Hardcore-Match. Nein, Slinky will einfach nur beweisen, dass er... Na, eigentlich will er, glaube ich, gar nichts beweisen. Er ist einfach so. Ja, aber jetzt Rip in die Ecke. Nimmt wieder Anlauf. Diesmal sitzt er. Der Butt Smash. Nochmal. Und noch ein Butt Smash. Heini Style. Ja, lässt sich aber auch ganz schön viel Zeit hier, muss ich sagen. Oh, läuft in den Back Elbow. Da hat er sich einfach viel zu viel Zeit gelassen. Los, haben wir daneben. Oh. Power Slam Ansatz, nein. Slinky schlägt Murat in den Nacken. Schubst ihn auf den Boden. Ja, da sieht man schon, oh, das schmerzverzerrte Gesicht hier. Also Murat musste schon einiges einstecken hier am heutigen Abend. Ist wirklich kein einfacher Kampf, den er hier heute bestreiten muss. Jetzt im Sleeper holt. Ja, Chinlock hier von Slinky. Murat fordert hier die Unterstützung des Publikums an. Oh, der Arm fällt zum ersten Mal. Fällt er an, dreimal war es das für Murat. Der ist ja schon zweimal gefallen. Und jetzt der dritte Mal. Nein, er bleibt oben. Beziehungsweise er fängt den Arm ab mit dem linken. Und jetzt fordert wieder die oben. Fordert wieder die Unterstützung. Schläge in den Mark von Slinky. Er befreit sich hier. Nimmt Anlauf. Schöner Elbow in den Nacken. Jetzt Body Slam Ansatz und Slinky befreit sich. Ja, oder konnte ihn halt nicht richtig halten, hat schon einige Schläge auf den Rücken bekommen. Das ist natürlich sehr schmerzhaft. Und Whip, nein, Slinky kontert, Knee Hit. Ja, es geht jetzt auf Seil und wird runtergeschopft von Murat. Sehr einfach gemacht, aber trotzdem effektiv. Und er sagt jetzt hier, jetzt taumelt er hier durch den Ring, meine Damen und Herren. Er taumelt mit der Clothesline, kommt der Slinky, geht zur Boden. Jetzt muss das Finish kommen. Jetzt muss er die Chance nutzen, die er hat, und Schulterblock, um den Sieg davon zu tragen. Jetzt muss er alles geben. Hier muss jetzt wirklich eine Schlagserie folgen. Slinky noch ein Ansatz zum Vertical Suplex. Brainbuster Styler, was wird und das? Und er hebt ihn an. Immer noch Snap Suplex von Murat. Zieht die 108 Kilo, das kann man, 2, aber nur 2, ganz knapp, da reißt Slinky die Schulter nach oben. Aber sehr schön gemacht, 108 Kilo stemmt er hier nach oben. So, jetzt geht's auf den Ringpfosten, 1, 2, 3, 9 und... Oh, was jetzt? Keine 10? Doch! Doch, die 10! Die 10! Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt komm, Murat. Ah, nicht zu lange warten. Nicht zu lange warten. Jetzt zieht er ihn wieder nach oben. Das muss gleich, das muss viel schneller gehen hier. Da müssen gleich die Aktionen folgen. Ah, Power Slam, Oklahoma Slam von Murat. Oh, da sitzt er. Das muss es sein. Den hat er ganz oft angesetzt wollen. Das ist sein Finish. Und er fordert das bereits zu seinem Finish. Er fordert das Publikum auf. Kommt jetzt! Oh, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass er jetzt ein Cover zeigt, aber... Nein, er geht aufs oberste Seil. Der 130 Kilo Riese will beweisen, dass er es drauf hat. Springt! Oh, Clothesline! Sehr schön gemacht hier. Jetzt das Cover. 1, 2, 3, das war's! Murat siegt. Nach einer Top Rope Clothesline. Sehr schön durchgeführt hier, vom obersten Seil abgesprungen mit seinen
128 Kilo und seinen 2 Metern. Da hatte Slinky wirklich gar nichts mehr entgegenzubringen. Ja, der Horrorclown verliert seinen Kampf. Kann jetzt zurück in seine Nervenheilanstalt und Murat fährt jetzt auch zurück. Ja, und zwar mit seinem ersten Sieg in seinem ersten Einzelkampf hier bei der Mad Wrestling Association. Lightweight League, da sagt es Tina schon, um das Konzept kurz einmal zu erläutern. In dieser Lightweight League treffen Wrestler unter 95 Kilogramm aufeinander, um den Besten zu ermitteln. Da sind Leute drin, wie eben genau der hier, wie Nikita Charisma. Ja, in Begleitung mit dem Money Preacher. Ja, die Reign of Terror ist eben da. Wer sich vielleicht fragt, warum Nikita Charisma ein Teil der Reign of Terror ist, dem sei gesagt, nach der letzten Veranstaltung hat sich auch der Money Preacher unser YouTube-Video angeschaut und hat gesehen, dieser Mann hat Biss, den will ich haben. Er hat ihm ein lukratives Angebot unterbreitet und jetzt soll Nikita Charisma, so wie der Money Preacher es sagt, in der Lightweight League den Sieg davontragen. Wir werden in den nächsten Monaten, das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, so viel hat das Office mir schon verraten. Ja, jetzt stellt er sich nochmal vor, er sagt jetzt meinen Namen. Oder er versucht zu sagen, sein Name ist Nikita Charisma, aber es geht hier im Publikum unter. Ja, irgendwie kommt er nicht dazu, richtig was zu sagen. Das wird wohl am heutigen Abend nichts mehr. Ja, sein Name ist Nikita Charisma. Mehr konnte er nicht bringen. Ja, das ist interessant. Er wollte offensichtlich ein Statement abgeben. Ja, aber das ist natürlich beim Lübecker Publikum nicht ganz so einfach. Ja, das stimmt. Obwohl, Lightweight League, wie ich schon gesagt habe, das Office verspricht einige Kämpfe, um das beste Leichtgewicht Deutschlands zu ermitteln. Ja, das Interessante bei den Leichtgewichten ist natürlich, die haben zwar nicht so viel Kraft wie jetzt zum Beispiel die Heavyweights, wie die Schwergewichte, aber dafür sind sie technisch natürlich wesentlich agiler, wesentlich schneller, haben auch einige andere Aktionen, die sie zeigen können. Ja, und hier ist Marcus Antonius, auch einer der neuen Leute in der NWA. Auch ein Leichtgewicht. Er will beweisen in seinem Debütkampf, dass er zu den Top-Leichtgewichten Deutschlands gehört. Ja, und kommt natürlich gleich super an hier beim Publikum. Sehr viel Charisma, hätte ich jetzt mal gesagt. Sehr viel Charisma. Charisma! Ja, aber nennen wir es einfach mal Ausstrahlung. Ja, ist, glaube ich, besser in diesem Kampf. Sein Name ist Nikita Charisma, genau. Und der zweite Teilnehmer zu meiner Rechten kommt aus Hamburg. Nikita Charisma, 1,98 Meter.
Ja, Ronny ist zurück. In der Vergangenheit schon öfter mal bei der MWA gewesen. Ein beliebter Ringrichter, immer fair, immer ehrlich. Hat seine Augen fast überall, sehr zuverlässig, auch in seinen Entscheidungen. Ja, und jetzt kommen wir denn hier zum ersten Lightweight Match. Lightweight League. Lightweight League. Match in der Lightweight League. Genauso kann man sagen. Genauso kann man sagen. Und Ring frei. Da geht es natürlich los, gleich schnell, gleich mit Action. Vor Jahren, Jahren, Jahren hatte die MWA schon mal eine Lightweight-Division, hat diese dann aufgelöst, weil eben viele der sogenannten Kleinen und Leichten sich in höhere Regionen vorkämpfen konnten. Und jetzt gibt man ihm wieder eine Chance. Und wir sehen hier, Marcus Antonius will gleich beweisen, dass er... Ist das eigentlich eine illegale Aktion? Nein, das ist keine illegale Aktion. Das ist ein bisschen Schmerz, ein bisschen Krampf, aber hey, das ist doch nicht illegal. Ja, lässt ihn los, bevor der Ringrichter bis 5 zählt. Ja, eigentlich wollte ich ja sagen, technisch sehr ausgereifte Aktion hier, aber... Ja, da flüchtet Charisma. Geht auch anders. Oh, da geht der Elbow ins Leere. Da hat Marcus Antonius aufgepasst. Ja, und Nikita Charisma ist sichtlich überrascht hier, dass er mit seiner Aktion nicht durchkommt hier. Sucht sich jetzt hier die Unterstützung im Publikum. Er sucht sich keine Unterstützung. Sein Name ist Nikita Charisma. So viel sage ich dazu nur. Wird angezählt. Ja, und Marcus Antonius sitzt hier entspannt im Ring. Ah, schöne Aktion hier aber von Schöner Slingshot von Nikita Charisma. Genauso macht man das. Man wiegt den Gegner in Sicherheit, fokussiert sich neu und dann geht's nach vorne. Ich bin kein Fan der Reign of Terror, aber diese Aktion zeigt wieder, dass Nikita Charisma ein sehr, 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 sehr gefährlicher und intelligenter Sehr schön gemacht. Sehr hier. Schön. Da wollte Nikita Charisma ihn einfach fallen lassen, aber Marcus Antonius, ja, kontert mit einem Armdrag. Jetzt der Rip and Reversal, Step Over von Antonius, Duck Clothesline und der Second Turn Crossbody läuft leider ins Leere, da hat Charisma aufgepasst. Ja, man kann natürlich denken, was man will hier von Nikita Charisma, aber er ist auf jeden Fall bei der Sache, er ist fokussiert. Und jetzt die Storm Sam Boden. Und das kam aber nur bis 1. So holt man sich den Sieg und nicht. Auch nur bis 1. Es ist zwar immer nicht verkehrt, wenig zu machen und effektiv dabei zu sein, um den Sieg abzustauben, aber das war wenig und nicht effektiv. Ja gut, beim Boxen gibt es natürlich auch den Lucky Punch. Ne? Hat er sich vielleicht gedacht, oh Mensch, ich versuch's einfach mal mit dem Cover. Gut, hat vielleicht auch zweimal mit dem Cover versucht. Aber ging bei beiden jeweils nur bis 1. Und jetzt, das ist schmerzhaft. Das tut sehr weh. Schön. Oh, das tut weh. Er beißt hier in den Finger. Ermahnung hier vom Ringrichter. Das ist natürlich nicht erlaubt. Illegale Aktion hier. Das erinnert mich ein bisschen an Steve Douglas damals, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Der hat auch immer in die Finger seiner Gegner gebissen. Eine sehr, sehr schmerzhafte Aktion. Ja, sehr gut gemacht, aber trotzdem von Nikita Charisma. Oh. Da wollte Marcus Antonius gerade zurückkommen. Uppercut hier von Nikita Charisma. Er nimmt Anlauf. Back Elbow, wunderschön. Ah, Marcus Antonius schon sehr mitgenommen hier in der Ringecke. Ja. Schön. Tja, der Swinging Dropkick in der Ringecke. Das nimmt Antonius natürlich mit. Das raubt die Luft. Und jetzt das Cover. 1, 2. Ja, natürlich sehr, sehr lasch durchgezogen hier von Nikita Charisma. Man muss schon sagen, er hat natürlich schon sehr starke Oberhand hier in dem Match gegenüber von Marcus Antonius. Jetzt der Shinlock. Ja, er gibt aber nicht auf, er gibt nicht auf.
versucht sich jetzt wieder hoch zu kämpfen. Es kostet natürlich alles Kraft hier. Stoß in den Magen. Versucht sich jetzt zu befreien. Aber rennt in den Back Elbow von Nikita Charisma. Ja, das ist natürlich, wenn man so stark attackiert wurde, ist natürlich auch die Wahrnehmung ein Face Drop. Ein wenig getrübt. Und das ist natürlich mit so einem Konter. Nicht und so wieder so ein Cover. Ja, so wird das so nichts. Ronny zeigt an, du bist. Oh, jetzt die illegale Aktion hier schon wieder von Nikita Charisma, aber. Er wollte diskutieren. Ja, aber Ronny mit seiner Erfahrung hat das sofort durchschaut. Das ist natürlich auch Schmerzen in der Schulter. Und er beißt jetzt schon wieder in den Finger. Das gibt immer nicht. Dieses Beißen in die Finger. Das ist natürlich, das bringt nicht den Sieg, aber es demotiviert den Gegner. Ja, klar. Aber Marcus Antonius kontert und das Cover. Oh. Und jetzt ist er wieder im Haltegriff hier. Na, da muss jetzt Marcus Antonius aufpassen hier mit seinen Händen. Es kann auch schnell sowas als Aufgabe interpretiert werden. Ja, da kommt er aber nach oben. Beziehungsweise lässt los. Jetzt rollt er eins, zwei, Nein, nur bis zwei. Na, auf jeden Fall war es diesmal nicht mehr so ein lockeres Cover wie die letzten Male. Da war schon ein bisschen mehr Power hinter. Also da sieht man schon, Nikita Charisma will jetzt. Also zum Suplex jetzt hiniert. Snap Suplex. Nikita Charisma will jetzt Richtung Sieg gehen. Ja, und wieder. Nicht das Bein eingehakt, nicht richtig auf den Gegner gelegt. Kick in die Magengrube, Kick in die Magengrube. Mit einem Seil. Oh. Another Light Suplex. Mit der Brücke. Eins, zwei. Und du bist zwei. Oh, das war eine schöne Konteraktion. Ganz knapp, da hat er Nikita Charisma aber richtig überrascht. Running near hier als Konter von Charisma jetzt. Uppercut, Angelrücken, Dropkick. Meine Güte, muss Marcus Antonius hier in seinem ersten Match richtig, richtig viel einstecken. Er muss auch arbeiten, er will ja nach oben. Jetzt Head Scissor. Beinschere von Charisma. Das raubt natürlich die Luft. Ja, ganz, ganz gefährliche Aktion hier. Da muss Marcus Antonius zusehen, dass er sich wieder befreit hier, weil es kann ganz schnell zu Ende gehen. Ja, das mit den Armen habe ich ja eben schon erklärt. Wenn er zweimal fällt, war es das. Jetzt ist es schon zweimal gefallen, wenn Antonius und jetzt nicht. Jetzt kommt das dritte Mal. Nein. Ganz knapp. Ja, er versucht jetzt holt er sich die Unterstützung des Publikums, windet sich raus, kommt auf die Beine. Oh. Er kriegt den Kick. Augenkratzer. Rip. Oh, schön. Schöner Summersault, ja, aber Nikita kommt ins Seil. Jetzt wirbt er ihn. Jetzt der Summersault von Nikita. Schöner Stomp. Oh, das sind aber Schmerzen. Meine Güte. Rippenbruch vorprogrammiert. Oh, jetzt weicht er aus. Schöner Swinging Kick. Jetzt geht's ins Seil. Auf. Und. Schöner Arm. Oh, Crossface. Das könnte es sein. Wird Nikita Charisma aufgeben? Nein. Das war aber ganz knapp. Das, was ich vorhin sagte, muss man ganz vorsichtig sein mit. Das kann ein anderer Ringrichter auch ganz anders interpretieren. Aber er robbt sich jetzt ins Seil. Und kommt mit dem Fuß ins Seil. Ja, das sind natürlich Schmerzen hier. Das hat richtig, richtig Kraft gekostet, sich hier zum Seil zu robben. Black Lariat von Marcus Antonius. Jetzt kann er hakt das Bein ein. Genauso zwei, macht man das. Aber nur bis zwei. Jetzt der Chokehold. Sehr schön ausgeführt hier. Er zieht ihn nach oben. Das raubt natürlich auch die Luft. Oh, Reversal von Nikita. Versucht der Klose rein und jetzt. Was kommt? Das Konter.
Reverse Death Drop. Hier hätte jetzt eigentlich ein Cover kommen müssen. Ja, da hat der Ringlicht auch gedacht, ja, Cover, aber. Nein, Marcus Antonius will noch was zeigen. Oh, Hardy geht in Teil. Antonius geht runter. Oh, Tieftritt. Ein Roller. Jetzt hält er an der Hose fest. Nein. So, der Wind. Ja, da beschwert sich Marcus Antonius natürlich zu Recht. Aber der Ringrichter konnte jetzt natürlich gar nichts dafür. Das war eine unfaire Aktion hier von Nikita Charisma. Da schubst Nikita Charisma Ronny ins Seil. Antonius fällt vom obersten Seil, kriegt den Tritt in die Kronjuwelen, wird eingerollt. So holt sich Russland und damit auch die Reign of Terror, also den Sieg. Ja, aber das ist das, was ich vorhin sagte. Hätte Marcus Antonius ihn gleich gecovert, so wie der Ringrichter es auch gedacht hätte, was jetzt als nächste Aktion kommt, dann wäre es vielleicht auch ganz, ganz anders ausgegangen hier. Aber er wollte dann doch noch einen Schritt zu viel zeigen. Aber ich sehe, wir sehen uns gleich auf der zweiten DVD wieder.